Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video aus der Welt von Corto Maltese und Hugo Pratt. Wir sind bei der siebten Geschichte angekommen, die zugleich die sechste Geschichte ist und die letzte Geschichte in dem zweiten Band im Zeichen des Steinbocks. Es erstaunt ja immer wieder ein wenig, dass dieses teilweise sehr exzentrische und exotische Material ausgerechnet im PIF-Magazin erschienen ist seinerzeit. Aber die Herausgeber von PIF hatten offensichtlich das Gefühl, dass sie diese Dinge ihrer relativ jungen Leserschaft zumuten können. Die letzte Geschichte trägt den Titel »Was nur die Möwen wissen«. Auf Italienisch hieß das dann »Per colpa di un gabbiano«. Und das ist sicherlich die seltsamste Geschichte in diesem Band. Und auch ein Beleg dafür, dass Hugo Pratt immer nach einer Möglichkeit suchte, was ganz Neues in diese Serie reinzubringen und nicht verlegen war, Geschichten zu konzipieren, die so richtige Querschläge waren, die sehr unerwartet kamen und wo man erstmal sich einlesen musste, um überhaupt zu begreifen, was los ist. So beginnt dieses letzte Kapitel des Bandes mit einem kompletten Szenenwechsel. Wir befinden uns auf einer Insel, die Maracatoqua heißt, in britischen Honduras. Und diese Insel ist eindeutig fiktiv. Britisch Honduras darf man nicht mit dem eigentlichen heutigen Honduras verwechseln. Dieses Gebiet hier, vor dessen Küste sich diese Insel befinden soll, ist weiter nördlich davon und entspricht heute dem Land Belize und einem Stück von Guatemala. Und diese fiktive Insel liegt also östlich der sogenannten Mosquito-Küste, einigen bekannt durch vielleicht den besten Film, in dem Harrison Ford jemals gespielt hatte, Mosquito Coast von Peter Weir. Und wir steigen da in media res in diese seltsame Geschichte. Also Corto ist da alleine auf dem Strand und irgendwer schießt da auf ihn aus dem Gebüsch. Und er wird getroffen. Eine Kugel streift seinen Kopf und an ihm geht sozusagen ein Teil seines Lebens vorbei, was durch diese interessante Collage hier zum Ausdruck gebracht wird. Das ist super charmant, weil wir ganz viele Stationen hier sehen aus der Südsee-Ballade, aber an dieser Stelle dann schon übergehend in unsere neue Geschichte hier in Südamerika. Und wir lernen jetzt eben den Schützen kennen, der in Wirklichkeit eine Frau ist, nämlich Soledad Lockhart, die aber nun bewirkt hat, dass Corto Maltese unter einem kompletten Gedächtnisschwund leidet. Und das wird noch eine Rolle spielen. Und er versucht das herunterzuspielen, weil er eben plötzlich nicht weiß, in welcher Situation er sich befindet. Ergo, er tut da weiterhin ganz cool, aber in Wirklichkeit ist er ziemlich verwirrt und weiß nicht so richtig, wer diese Leute sind. Und ich meine, das wusste der auch vorher nicht. Aber er versucht sich einfach der Situation anzupassen. Es fällt natürlich auf, dass Frauen auf Corto Maltese immer erstmal schießen. Diese Geschichte ist sichtlich die... Das kann man ja auch dann hier sehen, weil hier ist ja dieses Bild, wo Pandora auf Corto geschossen hat. Etwas, was in seinem Delirium durch seinen Kopf schießt, während sozusagen Soledad auf ihn geschossen hatte. Diese Geschichte ist sichtlich die rätselhafteste in diesem Band. Verstärkt dadurch, dass Corto Maltese nicht genau weiß, was los ist. Es ist eine komplexe Geschichte mit Themen, die eigentlich bis heute aktuell sind. Verleumdung, Kontaktschuld, Fake News, großartige Zeichnungen hier. Also sehr dramatisch, ganz tolle Exotika. Auch ein toller Corto hier. Er wird natürlich
bis zu seiner Genesung aufgepäppelt von dieser Frau und beginnt so langsam diese seltsame Hacienda da oder dieses seltsame Anwesen auf dieser Insel auszukundschaften und zu verstehen. Und diese Leute sind auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft abgedrängt. Das ist eine großartige Seite, während das Haus brennt und Corto geht rein und ein paar tolle Zeichnungen, insbesondere die hier. Hat ja von der Art mehr etwas von einem von so einem Marvel Superhelden Comic, der da ganz viel mit Perspektive arbeitet. Also eher eine Seltenheit bei Hugo Pratt. Interessant ist allerdings, dass mit Soledad Lockhart hier ein Charakter eingeführt wurde, der Hugo Pratt offensichtlich am Herzen lag. Denn sie sollte auch in anderen Bänden in Erscheinung treten. Sie erinnert ein wenig an Pandora, Ruvesnor, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass Soledad eben kein verwöhntes, privilegiertes Kind der britischen Oberschicht ist, aber die soll später noch wichtig werden. Das hier ist natürlich sehr witzig, weil ohne mit der Wimper zu zucken, schenkt Corto den beiden sein kleines Segelboot und während er noch auf dem Strand steht, rufen die ihm noch aus dem Boot heraus, dass sie einen ganzen Sack voller Perlen gefunden haben, weil offensichtlich ist Corto vorher fleißig gewesen, aber er kann sich an all diese Dinge nicht erinnern. Aber er stiftet hier kurzerhand den Vorschlag, ein Unternehmen zu gründen und später seinen Anteil an diesen Perlen zu kassieren. Ob er in dem Augenblick auch wirklich glaubt, dass sie ihn nicht bestehlen werden, das ist schwer zu sagen. Was soll er tun? Jetzt trifft er natürlich auf Steiner, aber er weiß nicht, wer Steiner ist, weil er eben sich an nichts erinnern kann. Und damit endet dieser Band, wie so oft, mit einer Möwe im Vordergrund. Und das war dann eben im Zeichen des Steinbocks, das dann irgendwann Mitte der 70er Jahre bei Castelmont erschien als Gesamtband und schon bald gefolgt werden sollte von der nächsten Kurzgeschichtensammlung, die in Deutschland den Titel trägt und immer ein Stück weiter, auf Französisch dann Corto toujours un peu plus loin, und das wird uns dann beim nächsten Mal beschäftigen. Macht's gut! Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode aus dieser Reihe über Hugo Pratt und Corto Maltese. Bis dann!